Das sind Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis vom Sonntag, der 6. Juni. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu dieser Ausgabe mit diesen Themen. Auftritt von den Klostertaler am Musikfest zu Fiesch. 25'000 Sportfreunde am Slow-Up zwischen Siders und Sitto. Und erfolgreiche Oberwalliser an der Red Bull Jungfrau-Staffette. 25 Musikvereine mit über 1'200 Musikantinnen und Musikanten sind am Sonntag am Oberwalliser Musikfest zu Fiesch aufgetreten. Der OK-Präsident Manfred Walpen hat sich gegenüber Tele Oberwallis sehr zufrieden mit dem Anlass gezeigt. Am Sonntagmorgen sind im Tenniscenter die ersten Wettbewerbe von einem Musikverein da gewesen. Am Nachmittag der Marsch-Musikwettbewerb. Ein Highlight vom 74. Oberwalliser Musikfest war der Auftritt von den Klostertaler am Samstag am Abend. Die Klostertaler sind auf Abschiedstournee. Zu Fiesch war ihr letzter Auftritt im Wallis. Rund 40 km zwischen Siders und Sitto sind am Sonntag wegen dem Slow-Up für Auto gesperrt. Slow-Up war zum vierten Mal im Wallis. Im Zentrum steht sportliche Betätigung auf dem Velo, der Inlineskates oder Trottinette. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Nicht die Verantwortlichen haben rund 25'000 Leute die autofreie Atmosphäre auf der Strecke genossen. Am Samstag war das Grund die GV von der Raiffeisenbank Mischabel Matterhorn. Rund 2'000 Mitglieder von der Raiffeisenbank aus dem Saser, Fisper und Mattertal haben sich zu diesem Anlass im Festzelt versammelt. Die Bilanzsumme ist im letzten Jahr auf 1,25 Milliarden Franken gestiegen. Auch die Wahl der 30 neuen Delegierten ist angestanden. Nach dem geschäftlichen Teil war da unter anderem ein Auftritt vom Komiker-Duo Edelmeis. 8 Etappen von der 3. Auflage der Jungfrau-Staffette sind am Samstag durch das Oberwallis gegangen. Die Königsetappe war sicher der Bergläuf auf das Eggisch Horn. Von Deis dann mit dem Gleitschirm und dem Mountainbike nach Fiesch gegangen. Die Oldtimer-Töffs sind von Fiesch nach Stahl unterwegs gewesen. Mit den Oldtimer-Autos ist er von Fisch nach Sitto gegangen. Zwischendrin sind dann noch die Kajakfahrer von Stahl bis Fisch mit dem Kajak gefahren. Als beste Oberwalliser Mannschaft ist das Swiss Tech Racing Team auf den 4. Rang gekommen. Das Team Fiescheralp ist 8. und die Mannschaft Aletsch Arena ist 32. gekommen. Einen Etappensieg hat es für Didier Plaschi im Ski und für Marianne Volken im Gletscherlauf gegeben. Der Martin Antamatten ist Zweiter im Bergläuf gekommen. Juniwetter haben wir am Samstag gehabt. Am Sonntag war der eher grau. Das ist das Walliswetter. Das Bild hat die Wetterkamera am Sonntagnachmittag auf der Bellalp Richtung Aletschgletscher aufgenommen. Der Himmel war grau. Am Montag ist meistens bedeckt mit ein paar Aufhellungen. Trotzdem kann es am Montag gegen den Abend regnen. Die Maximaltemperaturen sind am Montag bei 26 Grad im Raum Fischbrieg. In den Seitentälern ist es bei gut 18 Grad, so das Letschotal und das Leckerbad. Im Saastal und im Simplongebiet messen wir 17 Grad. Zu den Aussichten der nächsten Tage. Am Dienstag und Mittwoch bestimmt der Föhn das Wetter. Das gibt freundliches Wetter für die Walliser Nordseite und Gewitter für die Oberwalliser Südseite. Die Temperaturen bleiben aber auch Mitte Woche bei rund 26 Grad. Das sind die Walliser Nachrichten vom Wochenende. Ich sage merci vielmals für euer Interesse. Am Montag einen guten Wochenstart. Ade miteinander.